Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Trendradar-Adventskalender, der sich hier befindet, da so. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Der kostet 149,95 €, soll einen Warenwert von 270 € beinhalten. Und da ich eine Kooperation mit Trendradar habe, könnt ihr auf diesen Adventskalender 10 € sparen. Und zwar mit dem Code CLAUDIXMAS10. Schaut dazu auch gerne in der Infobox vorbei, da habe ich euch alles soweit drin verlinkt. Und ich freue mich drauf, einen nachhaltigen Adventskalender hier auspacken zu können. Bin sehr gespannt, was sich hier drin verbirgt. Es ist auf jeden Fall ein riesiger Karton. Und in diesem riesigen Karton haben wir riesige Tüten. Wie auch in der Trendradar Box selber, die ja monatlich erscheint, erwartet uns in diesem Adventskalender ein wunderschöner, bunter und ausgewogener Mix aus Wellness, Food und Design. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal hinein. Der 1. Dezember startet hier und diese Tüten kann man selbstverständlich wiederverwenden. Mit Food starten wir am 1. Dezember. Gebrannte Kürbiskerne, oh geil, von Seeberger, das hört sich sehr lecker an. 150 Gramm haben wir hier drin enthalten und das passt zu Weihnachten, das passt zu Herbst auch, das passt zu so vielem, das passt voll zu meinem Geschmack. Kann man sich so snacken oder man kann sie halt auch über Müsli oder so drüber geben. Der 2. Dezember ist sehr schwer. Und hier drin erwartet uns ein Shampoo von No Planet B. Das ist eine Eigenmarke, glaube ich, von DM oder das ist exklusiv bei DM. DM ist auf jeden Fall als Marke hier drauf. Shampoo Intense Repair, Aprikosenkernöl und Walnussextrakt. Ich meine, dass ich entweder das Shampoo, die Spülung oder irgendwas aus der Reihe schon habe, denn es kommt mir sehr bekannt vor. Intensive Tiefenpflege für gesundes Haar. Und da rieche ich doch mal dran. Das riecht wirklich angenehm. Und Aprikose passt natürlich auch zu Weihnachten, zur Weihnachtszeit. Ne? Das ist ja, passt. Schön. So kann es weitergehen. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Hier haben wir was drin, was ich in diesem Adventskalender nicht so gerne sehe, um ehrlich zu sein, weil 150 €, ne? Aber gut. Better Peanut Butter Cups. Also es ist super lecker. Ich habe Bock drauf, definitiv. Und das wird auch nicht bis zum 10.01. überleben. Das wird definitiv viel, viel eher gesnackt werden von mir. Aber das wird wahrscheinlich nicht so einen irre hohen Wert haben. Okay, mal so ein Füllprodukt zwischendrin. Hier haben wir die Nummer 4 und Sammy sitzt neben mir und guckt sich alles ganz genau an, was Frauchen hier so treibt. Von Herzen selbst gemacht. 80 Etiketten für Weihnachten. Ach, guck mal. Oh, schön. Fröhliche Weihnachten. Und dann, ach, das kannst du richtig schön als Sticker auch so nehmen für Geschenke zum Beispiel, ne? Schaut so aus. Kostet regulär 5 € steht hier hinten drauf und dann hast du hier so einen Stickerbogen, ne? Aber ich finde das sehr, sehr praktisch. Weiter geht es am 5. Dezember. Hier wird wieder mein Beauty-Herz erwärmt. Alkmene, mein Teebaumöl mit Zink-PCA, ein Anti-Pickel-Stift. SOS-Hilfe gegen Pickel und Hautunreinheiten, weniger Pickel in 2 Stunden. Zink ist auch tatsächlich hautreparierend. Mag ich auch gerne tatsächlich als Inhaltsstoff, finde ich sehr gut. Vegan, mikroplastikfrei und es dürfte auch eine Full-Size mit 15 Millilitern sein. Schöne Sache. Der 6. Dezember, ich habe hier Nikolaus. Mal gucken, ob hier was Besonderes drin ist. Ja, aber, ne, kann man machen. Das wird jetzt natürlich den Wert sehr, 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 sehr hoch treiben. Das ist ein Antioxidizing Micro Algal Eye Protect Serum, 15 Milliliter. Und sicherlich, ich werde allein dieses Produkt irgendwie 100 € Wert haben, ne. Richtig krass. Das möchte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Avant ist ja eigentlich so eine Marke, wo ich sage, wenn das so ein Drittel von dem kosten würde, was die ja dafür ausrufen, wäre das in Ordnung vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber das ist halt immer so krass hoch vom Wert, ne? Aber nun, wir schauen mal. Die Nummer 7. Datteln. Von Nabali, Fairkost für alle. Medjool-Datteln. Frisch, natürlich und lecker. Mhm. Das haben wir hier. 50 Gramm. Sind da richtige Datteln drin? Das ist ja interessant. Yo. Hier sind einfach komplette 2 Stück Datteln drin. Ich mag Datteln, sind sehr lecker. Kann man auch schön zum Süßen so nehmen, ne? Zur natürlichen Süße von irgendwas, was man so macht. Auch zum Backen und so, glaube ich, ganz gut geeignet. Schöne Sache. Die Nummer 8 darf machen, das ist Kracht und die fühlt sich sehr leicht an. Auch cool. Unicorn, ein Lufferschwamm, Pure Nature. Damit kann man halt super sich waschen. Ne? Bis zu 30 Grad kannst du es auch waschen in der Waschmaschine. Also wirklich auch wiederverwendbar. Ein ovales Pad.
Und das hatten meine Eltern damals so als Rückenvieh, ne? Da hattest du auch so einen Stab dran. Da haben wir hier auf der Seite den Lufa und auf der Seite ist es dann etwas weicher, wenn man damit zum Beispiel unter der Dusche sein Gesicht reinigen möchte oder so. Und hiermit kann man dann den Körper reinigen. In der Nummer 9 dürfen wir uns über etwas sehr Großes freuen. Oh, wie passend. Dinkellebkuchen, vegane Zutaten von Leopold. Lebkuchenmanufaktur seit 1905. Das wird hier sehr schnell genascht werden. Also sowas mag ich ja, ne? Sowas in einem Adventskalender. Das passt. In der Nummer 10 darf es mit einem Buch, mit einem Stift von Semikolon weitergehen. Das ist Petit Voyage, 274 Seiten, Bütten geprägtes, 100 Gramm Papier. Also ja, so als Tagebuch vielleicht eine ganz tolle Sache, ne? Und auch sowas in einem Adventskalender wirklich gut aufgehoben, mag ich gerne. Also das passt. Die Nummer 11 ist etwas kleiner. Also die Tüten sind alle gleich groß, aber das Produkt da drin erschien mir doch etwas kleiner. Und ja, das ist es auch von EEM Seife Lemongrass. Das ist wirklich sehr, sehr klein. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Gramm wir hier drin haben. Sie wird auf jeden Fall weiter wandern, weil ich bin kein Lemongrass-Fan. Vielleicht 20 Gramm, 15 Gramm oder sowas. Ja, mutig, mutig, mutig. Halbzeit, die Nummer 12. Ja, hier haben wir wieder einen Riegel drin von Edgar Vegan Bio-Erdnuss-Karamell-Riegel. Ne, kann man machen, Handmade in Berlin, das finde ich schon wieder schön. 45 Gramm haben wir hier drin enthalten. Ja, ne, aber in einem 150 bzw. mit meinem Code 130 Euro Adventskalender, ich weiß ja nicht. Ho, die Nummer 13 ist schwer. Oh ja, Levi's Bratapfeltopping mit Apfelstückchen, Zimt und Vanille, Porridge, Pancakes oder pur. Das hört sich sehr interessant an. Schaut so aus, 200 Gramm sind hier drin enthalten. Und das ist so ein Aufstrich, aber das kann ich mir auch vorstellen, ja wirklich für Süßspeisen, ne? In Porridge so reingerührt, dass es dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr Pep gibt. Mhm. Die Nummer 14. Ja, eine Lippenpflege darf nicht fehlen, ne? Von Iblis Plus M Berlin, Tinted Lip Care Cherry mit Bio-Chea-Butter und Bio-Kokosöl. Ja, ne? Das ist halt auch so eine sehr nachhaltige Papierverpackung, plastikfrei. Das ist sehr nett und eine Lippenpflege kann man gut gebrauchen. Und da das getintet ist, hast du hier sogar noch einen Hauch dekorative Kosmetik mit drin. Die Nummer 15. Oh, ein Power Wellness Tee von Gepa. Vitalisierender Kräutertee mit Ingwer, schwarzem Pfeffer und Zimt. Das wird definitiv durchheizen und passt in einen Adventskalender und auch einfach in eine Weihnachtszeit rein, ne? Ist cool. Beziehungsweise ist eher hot, ne? So, die Nummer 16. Hier haben wir von Lucio Teak eine Cyclical Skincare Nose Booster. Schaut so aus. 15 ml. Das scheint mir sowas wie ein Serum zu sein. Trägt zur Regeneration der Epidermis bei und wirkt antioxidativ mit Rotklee-Extrakt. Und das machst du einfach in deine reguläre Feuchtigkeitspflege mit rein. Finde ich tatsächlich sehr, sehr cool, weil ich glaube, viele können sowas auch gebrauchen. Ne? Weil wer braucht nicht eine gute Epidermis? Das ist ja eine der Hautschichten. Die Nummer 17. Eine Woche vor Heiligabend. Hier haben wir was zum Basteln drin. Von Moya Birch Bark Rediscovered. Echte sibirische Birkenrinde. 100% Naturmaterial und handgefertigte Unikate. Okay. Und daraus, also das nimmt man so raus und daraus kann man sich dann quasi so Anhänger basteln. Ja. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich habe hier den 18. Dezember. Bachblüten. Original Bachblüten Walnut Juglans Regia Walnuss. Hm? 2 Tropfen in ein Glas geben und schluckweise trinken oder 2 Tropfen in ein Fläschchen mit 30 ml stillem Mineralwasser geben und mehrmals täglich 4 Tropfen davon nehmen. Okay, die sollen, glaube ich, beruhigen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne, Bachblüten. 20 ml sind hier drin und ich denke, dass man sich da ein bisschen einlesen muss. Ich würde es jetzt so ein bisschen Richtung Nahrungsergänzungsmittel zählen, das wäre nicht so ganz cool, aber na, es ist jetzt hier einfach drin, ich feiere das aber nicht so. Die Nummer 19. Hier haben wir von Angel Minerals etwas drin enthalten und das ist ein Mini-Puder. Das Mineralpuder French Powder Satin Pearl. Titandioxidfrei. Das ist sehr klein. 1 Gramm haben wir hier drin. Das ist ganz süß, ne? Und ist es fürs Gesicht? Ja, und die haben nur Puderprodukte. Also alles ist aus Puder bei denen. Soll das eine Foundation sein? Satin Pearl N4. Oh,
Das ist mutig, Leute. Ne? Könnte vielleicht der ein oder anderen Person, die den Adventskalender auspackt, passen. Für mich sieht es auf jeden Fall viel zu gelbstichig aus. Scheint nämlich eine Mineral Foundation zu sein, wie man das ja auch von Bare Minerals, glaube ich, auch so kennt. Ne? Aber meins ist es jetzt nicht. Und zack, sind wir schon im 20er-Bereich. Feiere ich jedes Mal, wenn ich sowas drin habe. Das sind Socken. In meiner Größe Sweet Xmas Many Mornings 39 bis 42. Und du hast hier auch zwei verschiedene. Also haben die wohl immer, ne, dass du einen links und einen rechts halt in unterschiedlichem Muster hast. Ich feiere das. Hier hast du Zuckerstangen drauf und hier hast du das dann halt schwarz-weiß gestreift. Finde ich wundervoll. Also meins ist es. Ich werde sie verwenden, ich werde sie ganzjährig tragen und ich werde mich mega drüber freuen, sie jedes Mal anzuhaben. So, die Nummer 21. Hier haben wir wieder einen Riegel drin von Cliff Nut Butter Bar Chocolate Chip and Peanut Butter. 50 Gramm sind hier drin enthalten. Ja, ne? So ein kleiner Snack zwischendurch. Ne? Ne? Ja. Die Nummer 22. Von Wannegut haben wir eine Haarseife mit Rosmarin und Zitrone hier drin enthalten. 60 Gramm befinden sich hier drin. Ja, ne? Das ist halt ein festes Shampoo quasi und ja, das ist halt für mich nicht unbedingt was, weil meine Kopfhaut das nicht so gerne hat, aber ja, kann man machen. Ist jetzt nicht mein Fall, aber es war mir klar, dass wir hier auch irgendwie was Festes drin haben werden. Merkwürdig, finde ich nur, dass wir hier ein Shampoo nochmal drin haben, denn wir hatten ja eigentlich schon ein Shampoo. Dann wäre es sinnvoll gewesen, eins von beiden Produkten als Conditioner reinzumachen. Die Nummer 23 war mir eben schon so sympathisch, weil so schwer. Und da haben wir Sipurak Bio Balkan 230 Gramm mit 70% Hagebutte drin. Ist das irgendwie sowas wie eine Marmelade? Ein Bio-Fruchtausstrich aus wilden Hagebutten. Yo, das hört sich doch super an. 70% Hagebutten, 30% Zucker und das sind die Zutaten. Das finde ich sehr sympathisch. So, die Nummer 24 darf jetzt gerne auch mal ein Ultra-Knaller sein, oder? Okay, die haben hier zum einen Apple Cinnamon, das passt natürlich jetzt auch weihnachtstechnisch, ne? Raw by the Organic Fruit and Nut Bite reingepackt, das ist ein Riegel, mit 50 Gramm, ne? Ja, aber dieses Produkt ist hier nicht alleine hier drin. Hier haben wir nämlich noch von I Want You Naked, The Lovely, ein revitalisierendes Gesichtsöl drin enthalten. Und das finde ich schön. 15 Milliliter sind hier drin enthalten. Das ist eine wundervolle Marke, die ich auch wirklich sehr, sehr sympathisch finde. Da habe ich auch schon einige Produkte von verwendet und mag das auch tatsächlich. Und ja, man kann auch jetzt im Winter sehr gut so ein Gesichtsöl gebrauchen, weil die Haut da einfach nochmal ein bisschen trockener ist als normalerweise. Und da kommen Gesichtsöle einfach gerade abends oder so ganz gut, ne? Und deswegen freue ich mich darüber. Eine Liebeserklärung an deiner Haut ist natürlich auch nochmal zum Fest der Liebe eine charmante Sache. Hier sehen wir jetzt den Adventskalender einmal stehen, komplett geöffnet. Tja, Sammy, was sagen wir denn? Hm? Jedes Produkt für sich ist schön und mag ich auch gerne tatsächlich. Mir ganz persönlich fehlt halt dieses Wawa-Wum-Produkt. Richtig geil wäre es gewesen, wenn die in die 24 oder in die 6 irgendwie einen Schal oder sowas reingepackt hätten oder eine Mütze oder sowas. Ich glaube, das wäre auch nochmal richtig gut angekommen. Oder Schmuck kommt tatsächlich auch in solchen Adventskalendern immer sehr gut. Und es gibt so viele wundervolle, nachhaltige Marken. Das wäre echt eine gute Idee gewesen. So haben wir eigentlich einen schönen Mix aus Beauty und Food. Mir persönlich kommt der Lifestyle-Charakter etwas zu kurz. Da haben die sonst in den Boxen auch wirklich sehr, sehr spannende Produkte drin. Ich finde den Adventskalender, wie gesagt, von den Produkten her schön. Auch für 150 Euro, auch für 140 Euro. Aber ich vermisse ein Highlight. Und das ist halt eben so die Sache. Bei Adventskalendern brauche ich irgendwas, was halt sagt, Mensch, das ist so geil, deswegen möchte ich den Adventskalender kaufen, wisst ihr? Und deswegen finde ich diesen Adventskalender jetzt nicht so ultra bombastisch. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, da können wir uns gerne mal austauschen. Vielleicht sehe ich das ja auch vollkommen verkehrt. Ja, aber so, ja, habe ich gerade so im, ne, im Kopf. Nun, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.